Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um ein Thema, das immer wieder am Rande vorkommt. Wir sind ja hier bei Fitness-Thema, Fitness-YouTube, wie auch immer. Aber das ist eigentlich ein etwas irreführender Begriff, denn gerade mein Kanal dreht sich um Bodybuilding. Und Bodybuilding und Fitness unterscheidet sich natürlich alleine schon vom Wort, denn Bodybuilder sind nicht immer fit. Und fitte Leute sind nicht immer muskulös, also gebodybildet, wie auch immer. Bodybuilding kann natürlich auch bedeuten, dass man abnimmt, aber letztendlich kommt es auf die Form an, auf Shape und damit auf die Optik. Und damit ist es eigentlich keine Sportart, die sich vor allem der Gesundheit verschreibt, sondern ist eine kosmetische Maßnahme für den Körper. Also hier geht es wirklich um die Schönheit oder das, was man als solche empfindet. Und deswegen die provokante These, Bodybuilding ist vor allem nicht gesund. Jetzt müssen wir allerdings eines dabei bedenken bei diesem Thema. Und das habe ich schon in ein paar anderen Videos zu anderen Themen auch immer wieder veräußert. Und es ist wichtig zu wissen, wenn wir hier von gesund und ungesund sprechen, dann ist das eine Skala. Gesund, sagen wir mal, geht plus 10, ganz positiver Bereich, wenn etwas sehr gesund ist. Und ungesund geht bis zu minus 10. Also würdet ihr Gift zu euch nehmen und innerhalb von Minuten sterben, ist das ziemlich ungesund und dürfte so ungefähr minus 10 einnehmen. Aber dann haben wir eine Nullstelle. Die befindet sich in der Mitte. Es gibt immer eine Nullstelle. Und das wird oftmals nicht bedacht. Das wäre dann vielleicht das, was wir heute mal nicht gesund nennen. Nur weil etwas also nicht gesund ist, nicht im positiven Bereich ist wortwörtlich, heißt es nicht, dass es ungesund ist, also im Minusbereich ist. Zum Beispiel ist es nicht gesund, wenn ich Auto fahre. Heißt aber auch nicht, dass es ungesund ist, außer ich mache einen Unfall. Blödes Beispiel, aber ihr könnt das mit so vielen Stellen füllen. Gerade bei der Ernährung wird das immer wieder verwechselt und Leute behaupten, oh Pommes, das ist aber nicht gesund. Oder Red Bull, das ist aber nicht gesund. Obwohl es da sogar das Gegenteil ist, es ist sogar gesund. Aber gut, dennoch kann man nicht sagen, dass es ungesund ist. Also quasi, um es mal anders zu sagen, toxisch ist. Nun ja, und jetzt sind wir beim Bodybuilding und hier geht die Diskussion los. Und bitte hämmert's in die Kommentare, was euch noch dazu einfällt. Denn ich werde jetzt hier ein paar Bedenken geben. Aber das ist sicherlich nicht erschöpfend und sicherlich nicht allumfassend. Ich kann euch hier von der Erfahrung erzählen, die ich gemacht habe, mit mir selbst, allerdings auch mit anderen Athleten und natürlich dem Wissen, das ich habe. Grundsätzlich ist Bodybuilding in den meisten Fällen zumindest nicht gesund, also auf Null. Teilweise aber auch schon bis in den ungesunden Bereich. Zwar nicht vielleicht stark, außer ihr nehmt eine Kevin Wolter, Heiko Kalbach Dosis an Steroiden zu euch, dann könnte das in den stärkeren Minusbereich gehen. Aber alleine nur Bodybuilding zu betreiben, Körpermassen anzusammeln und irgendwann aus 70, 80 und aus 80, 90 Kilogramm Körpergewicht zu machen, ganz natural meinetwegen, ist bereits schon in einem kleinen Bereich des Ungesunden. Warum? Was ich zum Beispiel gemerkt habe, umso mehr ich wog, desto eher geht das natürlich, ganz klar, das wisst ihr, auf die Gelenke. Denn das ist nun mal der Body Mass Index und dem interessiert es nicht, ob ihr das an Muskeln habt oder an Fettgewebe. Teilweise sind Muskeln vorteilhafter, zum Beispiel unterstützen sie auch eure Skelett, eure Knochenstruktur, weil sie das Ganze natürlich festigen, zum Beispiel auch euren Rücken. Ihr habt weniger Rückenprobleme, als wärt ihr einfach nur fettleibig. Ja, da wäre dann Fett hinderlicher, aber für Knochen, Sehnen und Gelenke ist es kaum noch ein Unterschied, weil trotzdem der Druck drauf ist. Aber sie unterstützen das Ganze ein bisschen. Knie und Armgelenke werden ein wenig unterstützt. Nun ja, dennoch, es ist eine Belastung. Beides ist eine Belastung. Jetzt gibt es aber durchaus sogar Situationen, in denen Muskeln sogar eher negativ sind als Fettgewebe. Denn Muskeln sind aktive Körpermasse. Und aktive Körpermasse verbraucht. Heißt, das ist ähnlich wie ein Auto, das unheimlich viel Benzin schluckt die ganze Zeit. Ihr macht einen Spaziergang und verbraucht einfach wesentlich mehr Energie. Beim Essen verbraucht ihr mehr Energie. Beim Schlafen verbraucht ihr mehr Energie. Und natürlich auch im fortbildenden Prozess des Bodybuildings. Das heißt, wenn ihr die ganze Zeit Muskelkater habt, Muskelzellen repariert, aufbaut, das schädigt tatsächlich euer Immunsystem.
nicht dauerhaft, das ist damit gar nicht gemeint, aber euer Immunsystem kann nicht auf 100% verlaufen, wenn es bereits schon irgendwo gebraucht wird. Und ja, Regeneration ist eben ein Teil des Immunsystems, es nimmt dort Ressourcen weg. Das heißt, ein Bodybuilder, der die ganze Zeit im Training ist, schwere Beineinheit da, nächsten Tag schwere Rückeneinheit, dann die schwere Brusteinheit und so weiter, der muss sich immer warm einpacken. Denn es kann sehr leicht sein, dass der sich erkältet, sich ein Virus abfängt oder sonst irgendetwas. Er sieht zwar aus wie die Mannesnatur, die in Sibirien Holzer Bäume fällt mit der bloßen Hand, aber ist doppelt und dreifach empfindlich zu jemandem, der das nicht macht und einfach nur joggen geht. Nicht im Leistungssport. Und damit wären wir auch schon bei einem weiteren Begriff, Leistungssport. Leistungssport ist per se nicht gesund und teilweise sogar ungesund. Denn wir gehen immer wieder über unsere Grenzen. Das heißt, wir belasten auch das zentrale Nervensystem immer wieder. Und damit hat es sich so ungefähr auch wieder, wie wenn wir das Immunsystem belasten würden. Ja, jetzt mag so manch einer sagen, aber das härtet uns doch auch ab. Das heißt, wenn wir das zentrale Nervensystem belasten, trainieren wir es ja. Es wird belastet und wird dann beim nächsten Mal stärker sein. Nun ja, das ist eine Halbwahrheit, denn ähnlich wie auch bei Krankheiten können wir natürlich mit einem stärkeren Immunsystem daraus hervorgehen, wenn wir hier und da mal erkältet sind, uns ein Virus eingefangen haben, die Abwehrkräfte werden mobilisiert, merken sich das Ganze und beim nächsten Mal schadet es nicht. Schon oft habt ihr was wahrscheinlich gehört, wenn man öfters mal erkältet war, wird man danach umso robuster sein. Aber dennoch ist jede einzelne Erkältung eine gewisse Erschütterung. Hätte man in seinem Leben keine einzige Erkältung, dann könnte man tatsächlich älter werden. Denn es ist auch eine Belastung. Es ist wie ein Verbrauch. Minimal verbraucht man etwas von dem Lebenselixier. Und das geht Stück für Stück verloren. Und wenn man sich stark belastet, ist das so, als wäret ihr seit eurem 18. Lebensjahr Möbelpacker. Ja, natürlich, das sind irgendwann Leute, die sind härter als ein Sargnagel, aber die werden auch oft nicht alt und haben große Gebrechen, gerade im Rückenbereich. Also, dass ihr Tonnen an Gewichte jede Nacht durch die Gegend schleppt, das ist so oder so nicht förderlich. Dass ihr euer zentrales Nervensystem 3, 4, vielleicht sogar öfters mal die Woche richtig an die Grenzen geführt wird, sorgt dafür, dass ihr ein dauerhaft schlechteres Immunsystem habt, dauerhaft dadurch angreifbarer seid und auch das schadet. Denn wie bei der Krankheit könnte man zwar, wie gesagt, den Einspruch erheben, ja, aber es härtet mich ja ab. Aber nun ja, keiner würde deswegen sagen, ach, dann ist es ja gesund, krank zu werden. Das ist schon eine gewisse Ironie, oder? Wir haben vorher schon die Körpermassen, die schieren Kilogramms, die ihr dazu habt, besprochen. Ich merke zum Beispiel, dass meine Schlafgewohnheiten dadurch tatsächlich schlechter sind. Mit 90 Kilo plus alleine schon, und das ist schon noch, das ist noch gar kein Monstergewicht, einzuschlafen ist ein bisschen schwieriger. Ich habe eine schwierigere Atmung und ich kann auch nur noch in bestimmten Positionen liegen. Das ist sicherlich nicht absolut ungesund, aber sicherlich auch nicht mehr im Gesundheitsbereich. Ich bin weniger beweglich und ich verbrauche viel mehr Energie beim Joggen, beim Treppensteigen, bei allem. Ich bin zum Glück noch Sportler und habe eine gute Kondition, dennoch verbrauche ich immer mehr. Ich schwitze mehr in der Sonne, ich schwitze mehr, wenn ich spazieren gehe. Und der Körper hat einfach viel mehr Stress. Alleine, dass ihr auch mehr esst, denn wenn ihr einmal 90 Kilogramm hauptsächlich aus Muskeln habt, dann müssen die auch gefüttert werden. Und alleine das ist auch schon nicht im Gesundheitsbereich. So viel Arbeit dem Magen zuzumuten, ständig zu verdauen und so weiter, das ist einfach irgendwo ein Verbrauch. Das ist so, als würdet ihr euren Wagen ständig fahren, jeden Tag, hunderte von Kilometern und immer wieder schön aufs Gaspedal drehen. Das ist nicht förderlich, um den Wagen, solange es geht, zu fahren. All das sind Aspekte, die nicht gesund sind. Körperformen und Massen anzutrainieren an diesen Stellen ist eigentlich sogar von Natur aus sinnlos. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Diese Muskeln erfüllen keinen natürlichen Zweck. Ihr müsst nichts durch die Gegend tragen. Es wird nicht dazu beitragen, dass ihr besser über die Runden kommt, dass ihr in eurer Umwelt besser überlebt. Nein, sie haben einen kosmetischen und damit sogar einen oft sehr kontraproduktiven Grund und Sinn. Sie sind einfach schlichtweg im Weg. Das merkt man auch bei den meisten Sportarten, die tatsächlich funktionell sind. Wenn ihr zum Beispiel klettern wollt, habt ihr da große Muskelmassen, könnt ihr nicht mehr gut klettern. Deswegen sind die Leute relativ dünn. Wenn ihr lange laufen wollt, wie ein Marathonläufer, der wird auch keine großen Muskelmassen haben. Ansonsten wird er kein guter Marathonläufer sein. All das trägt nicht viel dazu bei. Und die Muskelmassen sind absolut sinnlos, wenn es nicht rein für die Optik ist. Und das sind Aspekte, die sollten jedem Einzelnen da draußen klar sein. Bodybuilding ist Kosmetik und nichts anderes.
Jetzt gibt es ein paar Aspekte, die aber tatsächlich auch im positiven Bereich sind. Wie gerade schon erwähnt, wenn man natürlich eine gewisse Muskulatur hat, dann unterstützt das auch die Agilität, die Skelettstruktur und auch zum Beispiel, warum viele zum Bodybuilding kommen, ist es ganz gesund für den Rücken. Jetzt übersteigt allerdings jeder Bodybuilder, der wirklich Bodybuilder ist und sagen wir mal auch nur die Hälfte an Erfolgen hat, die ich hatte, also 5 bis 10 Kilo Muskeln aufbaut, absolut diese Parabel und das geht dann nach hinten wieder runter. Ich habe bereits schon so viel Rückenmasse vor 15 Jahren aufgebaut, das hatte schon nichts mehr mit gesund zu tun und dann befinden wir uns wieder auf der Abwärtsspirale. Denn dadurch hat man nicht nur einen kräftigeren Rücken, dann hat man viel mehr Fleischmassen, die man mit sich rumschleppt und ja, das belastet den Rücken, vor allem auch das Training dafür. Also im Prinzip würdet ihr zweimal die Woche einen Ganzkörper-Workout machen, vielleicht sogar nur einmal die Woche und den Rest einfach nur joggen gehen, aber auch im mäßigen Bereich und niemals versuchen, neue Zeiten, neue Rekorde einzuholen, dann wäre das absolut im Gesundheitsbereich. Aber so wie wir das machen, eigentlich nicht. Und das ist eigentlich ein wichtiger Aspekt, mit dem man leben muss. Man muss wissen, warum man Bodybuilding macht. Und kommt mir nicht mit Gesundheit, das ist es nicht. Und jetzt kann man natürlich schimpfen auf diejenigen immer noch, die zum Beispiel Zusatzmittel auch noch nehmen. Das Thema hatte ich erst vor kurzem mit Kevin Gebhardt und das ist immer wieder ein Bestandteil dieser Szene. Allerdings ist eben die Frage, inwiefern man sowieso glaubt, dass das ein Gesundheitssport ist. Natürlich kann man es auch dann extrem übertreiben, aber das muss uns dennoch klar sein, das hier machen wir nicht für die Gesundheit, primär nicht. Jetzt kann man von seelischer Gesundheit sprechen, psychischer Gesundheit. Dann ist das natürlich was anderes, wenn es einem so gut tut. Aber auch da muss man das Ganze mal wieder hinterfragen. Wenn euch das so gut tut oder noch besser gesagt, angenommen ihr habt diese Bestätigung nicht, die ihr dadurch bekommt, den muskulösen Körper zu haben und dann geht es euch schlecht, dann stimmt etwas nicht mit der Psyche und dann ist es, würde ich behaupten, sogar ungesund, das so zu kompensieren, indem man sich Muskeln antrainiert. Das ist wie, wenn man nur noch lernt, auf Krücken zu gehen. Kaum muss man mal die Krücken ablegen, ist man der schlechteste Läufer und kann sich gar nicht mehr fortbewegen. Legt diese Krücken ab. Wenn ihr merkt, euch geht es wirklich in der Gesellschaft besser, nur weil ihr die Muskeln habt, dann ist das der erste Schritt, zu überlegen, warum ihr diese Muskeln nicht mehr haben solltet, um erstmal zu lernen, wie ihr zurechtkommt ohne und dann könnt ihr gerne einen Körper obendrauf aufbauen. Aber die Selbstsicherheit darf nicht damit kommen. Nun ja, eine ganze Menge zu diskutieren und zu überlegen, das sollte auf jeden Fall mal ein Statement sein, auch bezogen auf viele Kommentare. Die Kommentatoren werden wissen, um wen es dabei ging. Und nun ja, schreibt mir gerne irgendetwas dazu zu den einzelnen Punkten, auch das, was euch noch einfällt, was weniger gut ist, weniger gesund ist, dann wird sich hier in den Kommentaren noch einiges mehr ansammeln als das, was ich schon erwähnt habe. Und nun ja, ansonsten, wenn euch sowas gefällt, gebt mir entsprechend ein Like und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und schaut euch mal die anderen Videos an, hier gibt es noch eine ganze Menge interessante. Ansonsten schaut mal auf Protein Arena vorbei und wir sehen uns. Bis bald, euer Gotti.